Sie seine subtilen Vorschläge am 15.04.2022, also an Ihrem 5. Jahrestag, etwas Besonderes zu unternehmen. Einen nach dem anderen abgeschlagen hatte mit dem Argument, es gäbe doch bitte auf der Baustelle noch so viel zu tun. Hatte Jakob gar keine andere Wahl. Und so machte er seinen Antrag genau dort, auf der Baustelle. Und auch wenn sie sich niemals in einer solchen Situation vorstellen hätte können, einen Antrag zu bekommen, war der Moment tatsächlich schöner, als er nie hätte anders sein können. Und so entschied er am Morgen des 2.04.2022, den Tag, an dem ihre Eltern mit Hilfe von vielen helfenden Händen in ihre frisch renovierte Haushälfte zogen, am Abend vor aller Augen Katharina darum zu bitten, seine Frau zu werden. Binnen Sekunden schossen ihr die Tränen in die Augen. Und Jakob, der nicht weniger aufgeregt war als sie selbst, brachte gerade noch: "Katharina Böhm, willst du mich heiraten?" heraus. Als sie ihm Freudentränen überströmt: "Ja, ich will", so rief und damit einwilligte, ein neues Kapitel in eurem Leben zu schreiben. Das Kapitel als Ehepaar.